So. Ich hoffe, du hast auf Breitbild von meinem Stellen, wenn wir jetzt wieder da stehen. 16. Hilfe! We are one! We are one! We feel happy man who deep inside our veins. We are one! We are one! Rock weeds of metal, unity! Herzlich willkommen! Heute habe ich mir in Studio 2 von den mehreren Veranstaltern von Queens of Metal eingeladen. Ja, Nui, Daniel, die zwei Quatschköpfe, ja. Erzähl doch mal ein bisschen was über Queens of Metal. Ich meine, für ein paar wissen das, war es in Klein-Wenkheim vor ein paar Jahren. War es in Klein-Wenkheim vor 2 Jahren? 3 Jahren. 3 Jahren ist es jetzt mittlerweile her. 3 Jahren. Dann 12 und 3. Ja. 3. Stell dir so schwierige Fragen. Ne? Zwischendrin habt ihr in Zusammenarbeit mit den Winterbreath-Leuten das Metal Franconia auf die Beine gestellt. Jetzt, dieses Jahr, gibt es aber wieder ein Queens of Metal. Warum? Was geil ist. Warum nicht? Nee, wir haben wieder ein Gelände gefunden. Ganz einfach. Wir hatten ja, das war auch die Notlösung mit dem Metal Franconia. War eben, dass eigentlich Winterbreath und wir kein Gelände hatten. Also Winterbreath keine Halle, wir kein Open-Air-Gelände. Und sind jetzt mit dem Naturtheater in Steinbach einfach wieder fündig geworden. Wir haben gesagt, machen wir wieder schön Freiluftveranstaltung wie gehabt. Nur in anders. So wie sich's halt gehört. Warum jetzt so weit weg? Weil das da die Art nicht näher war. Ja, wir haben halt da ein schönes Gelände gefunden und vor allem so weit weg ist immer eine Standpunktsache. Ne? Ja. Von wo? Jemand, der dort wohnt, findet es nicht schön, da nicht weit weg. Ja. Reiß dich zusammen. Ja. Ja, wenn man halt, wenn dir die Plätze oder die Möglichkeiten in der Gegend ausgehen, dann guckst du halt weiter. Naturtheater weg. Steinbach. Natursekttheater. Ja. Boah, widerlich. Ist ja mal so eine du ganz weißt also, um was es geht. Eine ganz besondere Location. Ja, geil, warum habt ihr euch genau dafür entschieden? Ich glaube eher, weil die sich für uns entschieden haben. Aber nein, nicht nur. Also das ist halt einfach mit den Rängen und den Sitzplätzen, das ist einfach, das ist der Hammer. Also das ist, die Atmosphäre, egal wo du ist sitzt, cool. Egal wo du stehst, perfekter Sound, perfekte Sicht und also, was willst du mehr? Also mehr können wir unsere Fans nicht bieten. Wir waren auf einem Geländerundgang, das blende ich jetzt mal hier kurz ein, den Link zum nächsten Video, da könnt ihr einfach mal draufklicken, habt einen kleinen Geländerundgang. Machen die Parents wohl auch, ja. Wenn sie blenden. Wenn sie Schnitt machen. Das Hauptgeländer, da unten wird dann die Bühne stehen und Getränkeausschank, Fressen und so. Das und wird auf der anderen Seite auch wieder? Nee, sie wiederkommen? Nein, nein. Aber eigentlich waren die doch so durch, oder? Ich weiß nicht. Egal. Oh, schon ziemlich ja, jetzt habt ihr euch einen kleinen Eindruck verschaffen können, wie das Gelände aussieht. Wie kommt ihr, oder wie sind so die planerischen Sachen? Also ich meine, das ist ja jetzt nicht ganz einfach, das mit den ganzen Treppen und so weiter, das alles zu lösen. Und ja, die stehen mit, schon. Mit Bierbar und... Die stehen schon. Ist ja, schon fertig. Die Leute anständig zu versorgen. Ja, also, ich hab gehört, es gibt Bierleute, also die irgendwie Bier. Also der Plan ist es, dass Leute mit einem Bierrucksack durch die Ränge laufen und Bier verkaufen. Cool. Das ist der Plan. Ob wir das so verwickeln können, arbeiten wir noch dran. Aber ja, es schaut verdammt gut aus. Wir arbeiten noch dran, Leute zu finden, die das machen, haben sich schon ein paar gemeldet. Und auch noch die Dinger zu mieten. Aber das kriegen wir alles schon irgendwie. Wir haben da schon, wie gesagt, klar, die Planungen laufen soweit. Wir haben unsere Einteilung von den Bierständen, was wird wo verkauft, gemacht. Aber wie gesagt, gerade mit den vielen Treppen ist es ja vielleicht ganz angenehm, wenn jemand mit dem Bier vorbeikommt und man nicht immer rauflaufen muss. Ja. Jo. Ansonsten ist natürlich eine gewisse Umstellung, neues Gelände, muss wieder alles neu machen. Wenn man jahrelang auf dem gleichen Gelände ist, weiß man, was man hat, wie baut man was auf, ist einfach, so muss jetzt alles neu geplant werden, aber ja. Klein-Wenkheim hat mir jeden Grashalm mit Vornamen gekannt, da oben müssen wir uns erst noch vorstellen. Camping wird es natürlich auch geben. Natürlich. Ja, es gibt eine Möglichkeit zu campen. Mhm. Wie schaut es da aus? Auto am Campingplatz direkt oder ist wie weit am ist? Am Campingplatz, ja. Am Campingplatz, also direkt dran. Nicht ihm, aber also, am. Du kannst quasi nicht Auto am Zelt direkt. Nein. Hat mehrere Gründe. Erstens mal ist es von der Abreise her schwierig dann, wenn das alles durcheinander gewürfelt ist. Ein Teil reist erst am Sonntag ab, ein Teil schon am Samstag, dann hast du zwischendrin, wo die da irgendwie rausfahren. Zweitens sicherheitstechnische Gründe.
Man hat es schon öfters mitbekommen, dass mit Autos auf dem Zeltplatz nachts irgendwelche Schmuh getrieben wurde, irgendwelche Besoffenen rumgefahren sind, andere Leute angefahren haben und sowas. Das wollen wir nicht. Zweitens ist es auch von behördlicher Seite gewünscht, dass es so ist. Und darum haben wir uns eben dazu wieder entschieden, wie in der Vergangenheit auch, das eben baulich getrennt zu machen. Also direkt neben dem Zeltplatz ist dann der Parkplatz. Ja. Man kann direkt am Zeltplatz ausladen, seine Sachen halt die paar Meter reintragen und das Auto kann man dann direkt neben dem Zeltplatz. Also ist nicht sonderlich weit entfernt. Nee. Aber direkt campen am Auto ist nicht möglich. Ja. Man muss leider ein Stück zum Gelände dann laufen. Ist leider nicht alles möglich. Ja, was heißt leider? Das sind 500 Meter circa, die zu laufen sind. Auf großen Festivals läuft man weit aus mehr. Es ging halt leider aus planerischer Sicht ging es einfach nicht anders, das zu machen. So. Aber wie gesagt, ist vertretbar. Das Gelände ist halt immer so. Ist halt mal so, müssen wir mit zurechtkommen. Und ja, was ich vorhin noch sagen wollte, was ich vergessen habe, ist, weil viele Fragen gekommen sind, zwecks dem Theater selber, es wird auch Stehplätze vor der Bühne geben, weil auf den Bildern, die man so sieht bisher, sieht man das nicht, weil keine Veranstaltung derart war. Wir werden die Bühne zurücksetzen und vorne wird es dann bis zu 1000 Stehplätze geben, wo man auch Circle Pit, Wall of Death, was auch immer man da treiben möge, Analkreis, kann man alles da machen. Wenn der Kreis zustande kommt. Ja, wenn kein Endstück dabei ist als eine Frau. Hm. Naja, du kannst keinen Kreis machen mit einer Frau drin. Ja, man merkt, da ist ziemlich viel Spaß und Fäkalhumor vorhanden bei den Veranstaltern. Als Maulo Scheißgesicht. Ich wäre auch hier fleißig beleidigt. Ja, gut. Ja. Nein, das haben wir nicht so gemacht, Steve ist netter. Ja, wir haben ihn alle lieb. Ja. Es gibt Barbaren, gibt es nachher, irgendwas, gibt es noch irgendwas Wichtiges zu sagen, was ihr noch loswerden wollt? Für die Leute, die jetzt auf das Queens of Metal Festival kommen wollen oder sich noch überlegen, Preise wäre zum Beispiel mal... Preise, ja. Karte, Bier, Wascht und Dorscht. Das ist natürlich wichtig. Karte, ne? Bier, Wascht und Dorscht. Also Karte, Vorverkauf 45 Euro. Los, Vorverkaufsgebühr natürlich. Camping. Immer das Übliche. Camping 10 Euro. Campingplatz wird diesmal angezäunt. Deswegen müssen wir ein bisschen was verlangen. Aber war in der Vergangenheit öfter so, dass Sachen geklaut wurden, auch von außerhalb, dass da Leute in welche Pfandpiraten dann auch rumgerannt sind und in die Zelte rein und so. Dann haben wir gesagt, irgendwie, ja gut, es wollen die Leute ja auch eine gewisse Sicherheit auf dem Zeltplatz haben. So ein Bauzaun da außen rum, das kostet ein Heiden Geld, den anliefern zu lassen, aufzustellen, die Miete. Ja, darum müssen wir heuer eine Campinggebühr mal verlangen. Mhm. Und ja, dann Abendkasse wird das Wochenendticket 60 Euro kosten. Es lohnt sich also noch rechtzeitig zu langen. Deswegen machen wir es ja billiger. Kauf früh. Und ja, Tageskarten wird es auch geben. Allerdings nur in der Abendkasse, je 33 Euro. Und dann ja, Bierpreis. Auch nur, wenn nicht ausverkauft. Ja, wenn nicht ausverkauft. Wenn natürlich vorher alles mit Wochenendtickets voll ist, die 3000 erreicht sind. Das heißt, 3000 Leute und dann ist Ende das Maximum, ist es gedeckelt. Ja. Ah, okay. Genau. Wir wollen, also es würden wahrscheinlich noch mehr reingehen, aber fürs erste Mal wollen wir es da langsam angehen lassen. Nicht übertreiben. Ja, sonst übernehmen wir uns am Ende noch. Wir wollen ja sehen, dass das Ganze noch handelbar ist. Und ja, Getränkepreise 2,50, der 0,5er Liter Bier. Ja, der 0,5er Liter, der halbe Liter Bier. Also denke ich, alles sehr vertretbar. Seidler. Seidler kostet 2,50. Mach ja Seidler, dass er ein außerfränkischer Zuhörer dabei ist. Ach so, sehr. Die halbe Maß. Ein halber Liter Bier. 0,5 Liter. Okay, danke schön. 500 Milliliter Kölsch Bier. Oder sowas. 7 Kölsch. Ich weiß nicht, das ist ja bloß ein Nachhall immer. Ja, die wascht 2 Euro, glaube ich. Wir werden aus taktischen Gründen Thüringer und fränkische Bratwürste anbieten, weil da gibt es ja immer so, die einen wollen nur Thüringer, nachdem wir in Thüringen sind und nicht in Franken. Und ja, die Thüringer mögen keine Fränkischen und der Rest der Welt mag keine Thüringer. Glaube ich. Und drum gibt's beides. Und ganz viel anderes auch. Mozzarella-Sticks, freuen sich alle drauf, gibt's wieder. Wie immer lecker Sachen. Also so die übliche Fressorgie, die am Queens of Metal, die ist auch wieder da geplant. Weil das ist ja in leicht verminderter Angebotsgröße, weil es war beim letzten Mal schon fast zu extrem. Ja. Haben uns die Leute auch gesagt, ihr habt zu viel Auswahl, haben ein bisschen runtergefahren, aber sagen wir, es ist immer noch reichlich und ordentlich und ich denke, in diesem Ausmaß für so ein kleines Festival einmalig, was es so an Essen zu geben sein wird, zu Essen zu geben. Ihr wisst, was ich meine. Essen zu geben hat. Also, kann. Queens of Metal Festival. 19. bis 21. Juli. Gut. Naturtheater Steinbach-Langenbach. Ja,
Ausfahrt Schleusingen. A73. Ab da wird es ausgeschildert sein. In der Mitte von Deutschland halt. Von ja. Coburg aus. Es ist schon ausgeschildert. Von den Schildern zum Naturtheater. Von Coburg aus in den Norden eine halbe Stunde. Von Erfurt aus in oder von Suhl aus in den Süden eine halbe Stunde ungefähr. Und man ist da. Es ist eigentlich alles ganz einfach ausgeschildert. Informationen findet ihr auf der Homepage. Queens of Metal. Hier. Genau da. Irgendwo da halt. Nicht da, Metal. Weil vielleicht ein bisschen, aber ist egal. Da gibt es die Informationen. Soll ich höher? Ja, schieb mal ein Stück höher. Das lässt sich nicht realisieren, glaube ich. Ganz im Gegensatz zu dem Festival. Ich wünsche euch noch viel Erfolg bei den Vorbereitungen, denn jetzt geht's in die heiße Phase. Das Festival ist in 2 Monaten. Ja, jetzt gibt's richtig was zu tun. Jetzt, wo jeder normale Mensch sich auf dem Balkon hockt, wo es warm ist und Bier trinkt, planen wir Feste wie Idioten. Ja, wie bescheuert muss man das sein? Sehr blöd. Ja. Eigentlich. Und ich hoffe, dass ihr zahlreich kommen werdet. Ein reicher Schwung an Leuten haben schon Karten bestellt, auch für Camping Ground und so weiter. Also schaut, dass ihr die Karten rechtzeitig kommt. Ab 3000 ist es gedeckelt. Mehr kommen dann also noch nicht rein. Ich würde mich beeilen. Also ich würde mich auch beeilen. Ich mich nicht, weil es nicht so meine Art liegt. Etwas gemächlich. Ja gut, ich habe meine Karten schon, ich gebe es ja zu. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen, klickt auf die Links und vielen Dank für das kurze Interview und wir sehen uns spätestens auf dem Metal Festival. Servus. Servus.